So, erstmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir mal ein Overwatch Gameplay. Vorerst erstmal, ich hab's verkackt, die Audiodatei aufzunehmen und deswegen muss ich das jetzt nachholen, weil ich das Video eigentlich gut gelungen fand, beziehungsweise das Match, und ja, deswegen könnte es etwas komisch aussehen, da ich nicht rede, obwohl mein Bild dort gezeigt wird und ich es sonst dumm fänden würde, wenn jetzt gar nichts von mir kommt, weil das ist ja dann auch so lasch, sag ich mal. Also eigentlich, ich habe sowieso nicht so viel geredet in dem Match, weil ich nicht mehr konzentriert hat, aber ich glaube, ich habe davon gelabert, dass ich Mercy spiele. Ja, ihr kennt Mercy bestimmt und die hat halt eine Pistole und einen Stab, womit sie dann entweder den Schaden verstärken kann oder eben heilen kann. In World of Warcraft spiele ich halt auch immer gerne Disziplinpriester, weshalb ich dort auch direkt zu den Unterstützungshelden gegriffen habe. Und genau, wir mussten jetzt halt bisschen verteidigen. Also ich denke, wer von euch die Beta gespielt hat oder sich das Spiel gekauft hat, der weiß das ja selber auch alles, wie das hier abläuft und funktioniert. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wer euer Lieblingsheld ist, und vielleicht können wir ja auch mal eine Partie zusammen spielen. Und ja. Ich suche nämlich immer noch ein paar Leute, mit denen man spielen kann. Also ich habe schon so meine Leute, aber ein paar neue Leute sind wieder ganz lustig, würde ich mal sagen. So, und dann kriegt man die nicht immer hochgehielt. Genau, die Ulti von Mercy ist halt, dass sie die Leute wiederbeleben kann. Und ich habe da einfach gedacht, ja komm, beleb sie mal wieder, weil es lief ja ganz gut. Und in der Zeit, der man eigentlich nicht wiederbelebt, hat man das eh schon wieder voll aufgeladen. Und ja, kleiner Fail, ich wollte eigentlich hoch, aber hab sie auch so gewählt. Ja, und man kriegt halt immer Kill-Assists, aber das wisst ihr, denke ich mal, auch. Für alle Leute, die sich das Spiel noch nicht geholt haben, ich empfehle Overwatch wirklich jedem. Also mir persönlich macht das Spiel wirklich sehr, sehr viel Spaß und ja, ich bereue keinen Cent, dass ich es gekauft habe. Also ich habe mir auch die Origins Edition gekauft, weil ich mir dachte, ja, für die 20 Euro mehr hast du noch das Pad und so. Also ich spiele halt auch World of Warcraft, habe ich ja glaube ich eben schon mal gesagt. Und aus dem Grund dachte ich mir dann halt, ja komm, Kartenrücken ist auch ganz nice. In meinem nächsten Video werde ich wahrscheinlich nochmal ein Gameplay machen. Jetzt kommt wieder so ein Mega-Fail. Ja gut, also das sollte eigentlich nicht passieren. Das ist eher auch ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Weil ich hatte ja genug Zeit, um wegzulaufen. Ich habe es ja auch gesehen. Ich dachte einfach nur, dass ich schon bald genug weg bin. Aber da ist ja extra dieses Dreieck angezeigt worden. Deswegen leichter Fail von mir. Wir müssen dann einfach jetzt nur die Scharfschützen ausschalten, die da hinten ist. Das zum Beispiel hätte ich jetzt nicht machen sollen, also den einbeleben, weil das hat sich dann als unnötig herausgestellt, weil der schon direkt tot war. Und das lag aber daran, dass sie die Scharfschützen immer noch nicht getötet haben. Genau, jetzt versuche ich ihn wieder hochzuhalten, dass ich einfach wieder Scharfschützen abknallen. Ja,
also. Das war jetzt auch nicht so schlau von mir, aber gut. Also ich werde auf jeden Fall nochmal ein Video aufnehmen, wo ich das dann richtig mache und die Audio mit gleichzeitig aufnehme. Das war halt einfach nur ein kleiner Fail. Gut. Da, jetzt bin ich aus dem Gespräch mit Roman schon nicht. Aber wenn das sieht, muss man halt schnell abhauen und weit genug weg sein. Das ist ja dann auch ein bisschen Glück. Nachdem kann man ja auch gar nicht abhauen, wenn es in so einem engen Raum ist. Aber das haben wir halt auch easy gewonnen, würde ich mal sagen. Ja, jetzt laufe ich um Scheiße. Ah ja, das ist Bastion. Ich mag den nicht. Also, das ist so ein Noob-Champ, finde ich jetzt persönlich, weil den kann eigentlich auch jeder spielen. Und da sieht man ja, ich habe 44% des Teamchamps gehalten und deswegen habe ich mir da auch mal selber ein Pünktchen für gegeben und ich meine, deswegen bin ich ja auch legendär. Und da war ich dann auch sehr erstaunt darüber, weil ich das noch nicht gesehen hatte. So, das war's dann noch mit meinem Video. Ich wünsche euch noch viel Spaß und wir sehen uns dann bald nochmal. Tschüss!